Und jetzt zum Abschluss noch Offline-Map-Matching. Christoph Jung präsentiert, worum es da geht. Jetzt? Ah, super. Okay, also ich habe im letzten Jahr das Kugels-Plugin Offline Map Matching veröffentlicht. Das erste Plugin zum Abgleich einer Trajektorie mit einem Wegenetz. Ich möchte in aller Kürze mal kurz die Funktionalität vorstellen. Ist ein bisschen sperriger Titel. Letztendlich steckt da nichts anderes drin, als dass, wenn man irgendwie seinen Weg im Raum aufgenommen hat, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen die Position gemessen hat, möchte man ja eigentlich wissen, auf welchen Abschnitten des Wegenetzes man denn tatsächlich unterwegs gewesen. Und das Problem bei Messungen, man hat einen Messfehler drin. Das heißt, die einzelnen Punkte, die man gemessen hat, sind in absoluten Ausnahmefällen nur direkt auf den Linien des Wegenetzes zu finden. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie einen Abgleich machen zwischen den Trajektorienpunkten und dem Straßennetz. Mit klassischen GIS-Tools, wie zum Beispiel dem Snapping, kommen wir da aber ganz schnell zu Problemen. Gerade im Kreuzungsbereich brauchen wir gar nicht große Messungenauigkeiten haben, dass wir schon zu einem Abgleich kommen, der tendenziell fehlerhaft ist. Stand der Technik ist dabei eigentlich, einen stochastischen Ansatz zu wählen über ein sogenanntes Hidden Markov Model in Verbindung mit dem Viterbi-Algorithmus, den ich hier umgesetzt habe, welcher unter anderem auch zum Beispiel beim Grafhopper-Projekt genutzt wird. Funktioniert im Grunde genommen relativ simpel eigentlich. Man hat einen Trajektorienpunkt und das Plugin sucht mögliche Punkte auf dem Wegenetz, die theoretisch diesen Trajektorienpunkt widerspiegeln könnten. Genannt werden diese Punkte Kandidaten, deswegen hier das K. Und das wird tatsächlich für alle Trajektorienpunkte gemacht. Und diese Trajektorienpunkte bilden zusammen mit den Kandidaten die Grundlage für ein Hidden Markov Model. Das ist ein stochastisches Modell, um ganz kurz definiert unbeobachtete Zustände durch beobachtete Zustände beschreiben zu können. Unbeobachtete Zustände sind in dem Fall die Kandidaten, die wir nur theoretisch kennen, und beobachtete Zustände die gemessenen Trajektorienpunkte. Da die Trajektorie ja eine Abfolge von Punkten ist, werden auch noch alle möglichen Übergänge und Abfolgen von Kandidaten initialisiert. Und Ziel ist es letztendlich, die Abfolge an Kandidaten zu finden, die am wahrscheinlichsten der Trajektorie entspricht. Dafür wird dann, brauchen wir natürlich Wahrscheinlichkeiten. Einmal werden Wahrscheinlichkeiten den Kandidaten zugeordnet über die euklidische Distanz zum Trajektorienpunkt. Das kann man ja als, ja, als Messfehler interpretieren, und für das Plugin postuliere ich einfach, dass das normal verteilt ist. Bei den Übergängen kommt das eigentlich mehr zu einem Vergleich, und zwar dem Übergang zwischen zwei Trajektorienpunkten und dem Übergang zwischen zwei Kandidaten. Dort wird verglichen einmal die Distanz jeweils und der Richtungswinkel, und damit man das einfach als Wahrscheinlichkeit weiter nutzen kann, wird das einfach normiert auf den Wert zwischen 0 und 1. Mit dem Viterbi-Algorithmus wird dann über alle möglichen Pfade, also alle möglichen Abfolgen an Kandidaten, die es jetzt hier gibt in dem Hidden Markov Model, die Gesamtwahrscheinlichkeit berechnet, einfach über Multiplikation der Wahrscheinlichkeiten von allen Kandidaten und den Übergängen, und die Abfolge an Kandidaten ermittelt, bei denen die Gesamtwahrscheinlichkeit maximiert wird, sprich die Abfolge an Kandidaten, die am wahrscheinlichsten der Trajektorie entsprechen. Die Kandidaten liegen ja dann auf dem Wegenetz, und damit man einfach noch am Ende diese Linie herausbekommt, welche als Virtual Layer ausgegeben wird, wird dann einfach zwischen zwei aufeinanderfolgenden drei Kandidaten einfach per Routing eine Linie gezogen. Das in aller Kürze. Der Quellcode ist bei GitHub verfügbar, da ist auch eine wesentlich umfangreichere Beschreibung als das jetzt hier zu den mathematischen Grundlagen und auch zu den Einstellungsmöglichkeiten der Parameter nochmal vorhanden. Zusätzlich kommt in ARGIT Journal auch ein Paper von mir raus, wo das auch nochmal thematisiert wird, wer da Interesse hat. Ansonsten liken Sie es bei GitHub. Bewerten Sie es bei Kugels. Wer Fragen hat, es ist nicht ganz so leicht zu bedienen mit den Parametern, muss man zugeben, deswegen unbedingt mal bei GitHub vorbeigucken, wenn man das nutzen möchte. Der kann mich auch gern kontaktieren. Ich stehe da gerade im Kontakt auch mit einem Mitarbeiter der University of Tennessee at Knoxville und der Nationalen Straßendatenbank in den Niederlanden, wo das produktiv genutzt wird, um einfach da auch eine Optimierung zu finden. Großes Problem ist nämlich, es ist rein in Python geschrieben, es benötigt keine weiteren Module zur Installation, aber ist halt deswegen relativ langsam. Deshalb empfehle ich dringend immer eine Vorprozessierung der Daten, dass einfach Standzeiten entfernt werden aus der Trajektorie, dass große Abweichungen entfernt, Ausreißer entfernt werden, und dass das Liniennetz, das man nutzt, einfach nicht zu groß ist, wirklich mehr den Ausschnitt hat, den man wirklich benötigt. Insofern, das war's von mir. Alle Kurze. Vielen Dank.